Herzlich willkommen an diesem Nachmittag. Schön, dass Sie da sind, dass Sie an diesem Tag den Weg durch Eis und Schnee auf den Heiligen Berg nicht gescheut haben und wir uns auf diese Weise ganz unbeeinträchtigt von allen Witterungseinflüssen versammeln können. Ich werde jetzt dann gleich den Bildschirm teilen und mit dem Vortrag beginnen. Dann ist auch der Mitschnitt dann aktiv. Das Hohelied als Grundtext einer christlichen Erfahrungstheologie bei Bernhard von Clairvaux. Das ist mein Thema heute. Und ich beginne mit einigen hinführenden Bemerkungen. Mitten in der Bibel Israels, unserem Alten Testament, steht ein eigentümlicher Text. Ein Lied, das nicht von Gott redet. Ein Liebeslied voller Bilder erotischen Begehrens. Lied der Lieder ist es überschrieben, hebräisch Shir HaShirim, griechisch Asma Asmaton, lateinisch Canticum Canticorum. Luther übersetzt hohes Lied, also das schönste Lied. So sagen es alle diese Bezeichnungen. Und so schön, so poetisch es ist, fragen sich manche Bibelleserinnen und Bibelleser bis heute, was dieses Lied denn in einem Kanon heiliger Schriften verloren hat. Dieses biblische Buch stellt für die Auslegung seit Jahrtausenden eine besondere Herausforderung dar. Für die christliche nicht anders als für die jüdische. Denn in seinem Wortsinn weist es nun einmal keinen unmittelbar einleuchtenden religiösen Charakter auf. Als religiöser Text lässt es sich nur dann verstehen, wenn sich unter der Textoberfläche eines erotisch gestimmten Liebesliedes eine tiefere Sinnebene vermuten und erschließen lässt, also durch konsequente Übertragung von Worten und Sinnzusammenhängen, einer allegorischen Methode. In eine Übertragung in einen religiösen tiefen Sinn, der dann oft vom Wortsinn ganz abführt. Für die vorkritische jüdische und christliche Exegese aller heiligen Texte, vorkritisch also bis ins 18. Jahrhundert, sind die Vermutung eines tieferen, vermeintlich eigentlichen Sinnes und die Anwendung der allegorischen Methode geradezu selbstverständlich. Im Fall des Hohen Liedes kann die Suche nach dem tiefen Sinn anknüpfen an dessen Thema Liebe. Damit ist ein Raum religiöser Imagination eröffnet, in dem das Handeln des Gottes Israels, des Vaters Jesu Christi, als Liebeshandeln wahrgenommen und verkündigt werden kann. Dieses Gottesverständnis wird dann wiederum durch die religiöse Lektüre des Hohen Liedes vertieft, die es erlaubt, Liebe geradezu als umfassende Wesensbestimmung Gottes aufzufassen. In diesem allgemeinen theologischen Horizont ist die christliche Auslegung des Hohen Liedes von ihren Anfängen an geleitet von der Grundentscheidung, im Bräutigam des Hohen Liedes Christus selbst zu erkennen. Diese Grundentscheidung ist vom Neuen Testament nahegelegt, wo Jesus von sich selbst bildhaft als Bräutigam spricht. Ein Bild, das dann auch von Paulus aufgenommen wird. Differenzierter sind die Möglichkeiten der allegorischen Deutung der Braut des Hohen Liedes. Als Geliebte Christi kommt entweder die Kirche in Frage oder die einzelne glaubende Person, genauer die einzelne fromme Seele. Es gibt in der Auslegungsgeschichte sowohl den Strang eines kollektiv-ekklesiologischen als auch den eines subjektiv-mystischen Verständnisses dieser geistlichen Liebesbeziehung. Das Hohelied redet demnach in der Sprache irdischer Liebe von der Christusbeziehung der Kirche oder von der Christusbeziehung der einzelnen Frommen. Und von dieser Basis aus können dann die Einzelzüge des Liedes mit weiteren übertragenen Bedeutungen aufgeladen werden, die dann wieder die Christusbeziehung tiefgründiger ausdeuten. Ich will jetzt keinen Anmarsch über die ganze Auslegungsgeschichte vollziehen.
sondern mit ihnen gleich auf deren Gipfel ankommen, bei Bernhard von Clairvaux. Und an ihm vorführen, wie in seiner Auslegung des Hohen Liedes ausgerechnet dieser doch etwas am Rande stehende Text zum Grundtext einer theologischen Reflexion eigener Art wird. Dazu rufe ich zunächst einige wenige Informationen zum Autor auf. Bernhard lebte von 1090 bis 1153. Sein Eintritt in den jungen Zisterzienserorden trug erheblich zum Aufblühen dieses Ordens bei. Als Abt von Clairvaux war er Prediger und theologischer Autor mit großer Ausstrahlung, wurde auch Berater von Päpsten und weltlichen Herrschern, ein gut vernetzter Kirchenpolitiker, Förderer der Kreuzzüge, streitbarer und tiefsinniger Theologe. In all diesen vielen Rollen geradezu eine, wie er selbst sagt, Chimäre seines Zeitalters, also ein eigentümliches Mischwesen in Kloster, Kirche und Welt. Als bedeutender Theologe ist Bernhard erst im 20. Jahrhundert wirklich entdeckt worden. Bis dahin hatte man ihn eher als einen frommen religiösen Schriftsteller behandelt. Das lag daran, dass man die in der mittelalterlichen Gelehrtenschule betriebene scholastische Theologie zur Norm echter Theologie erhob und damit ein theologisches Denken, das an Begriffen und an ihrer systematischen Entschlüsselung und Zuordnung orientiert ist. Macht man sich von dieser Normierung dessen frei, was Theologie heißen darf, wird deutlich, dass Bernhard den Typ einer andersartigen Theologie repräsentiert, die man nach ihrem Sitz in der Lebenswelt des Klosters als monastische Theologie bezeichnet. Anders als die scholastische Theologie geht die monastische nicht von Begriffen aus, sondern von Erfahrungen. Sie gewinnt Erkenntnis nicht im logischen Zuordnen und im kontroversen Argumentieren, sondern im Umkreisen und Verknüpfen von Erfahrungen, zumeist im Umgang mit biblischen Texten, in der Art einer Meditation, die zugleich Reflexion ist und theologische Lehre freisetzt. Bernhard bildet mit seinem literarischen Schaffen den Höhepunkt monastischer Theologie. Ist Bernhards Theologie der Gipfel monastischer Theologie, dann sind wiederum seine Hoheliedpredigten der Gipfel seines theologischen Werkes. Die Sermones Super Canticum Canticorum sind mit vielen Unterbrechungen in den Jahren 1135 bis 1153 entstanden. Mit Bernhards Tod brechen sie bei der Behandlung von Hohelied 3, Vers 1 ab. Sie behandeln also gerade einmal 34 Verse. Dennoch bilden sie ein Korpus von 86 Predigten, in denen Bernhard minutiös dem lateinischen Text des Hohen Liedes folgt. Im Schnitt wird also jeder Vers in 2 bis 3 Predigten behandelt. Die gehaltenen Predigten gestaltete Bernhard dann sorgsam zu theologischen Lesetexten. Die Textgattung der Predigt entspricht dem Grundzug monastischer Theologie, weil sie es erlaubt, Erfahrungen von Prediger, Hörerschaft und ausgelegter Schrift aufeinander zu beziehen und miteinander zu verknüpfen. Dabei können insbesondere die rhetorischen Mittel der Ich-Aussage, der Höreransprache und situativer Bezugnahmen eingesetzt werden. In der Heiligen Schrift festgehaltene Erfahrung trifft auf die Erfahrung der gegenwärtig Glaubenden, und aus dieser Begegnung erwächst wiederum neue Erfahrung. So präsentiert sich Bernhard von Clairvaux in seiner Hoheliedauslegung als Schrift- und Erfahrungstheologe zugleich. An ihr lässt sich zeigen, wie das Hohelied zum Ausgangstext für eine das ganze christlichen Glaubens und Lebens umfassende Erfahrungstheologie wird. Wie das geschieht, möchte ich nun in 3 Perspektiven exemplarisch an Texten aus Bernhards Hoheliedauslegung vorführen. Christus und die Seele, das Programm der Auslegung. Die ersten 3 Predigten lassen sich als thematische Einstimmung in die Gedankenwelt des Hoheliedes verstehen, mit der Bernhard zugleich das Programm seiner Auslegung erläutert. Zunächst gibt er Rechenschaft
über den hermeneutischen Rahmen. Gegenüber den anderen auf Salomo als Verfasser zurückgeführten Büchern des Predigers und der Sprüche versteht Bernhard das Hohelied als eine geistliche Steigerung. Nachdem die Sinne, wie er meint, durch jene Schriften von der Weltliebe und der Eigenliebe gereinigt worden sind, vermittelt das Hohelied als heiliges Gespräch der Beschauung die Frucht der beiden anderen, so formuliert Bernhard. In diesem Gespräch ist Christus selbst als Lehrer zu erwarten und in der Haltung der Erwartung schließt sich Bernhard mit seinen Hörern und Lesern zusammen. Zitat: Auch ich bin einer von den Erwartenden. Auch ich bettle mit euch um die Speise meiner Seele, die Nahrung des Geistes. Das damit benannte existenzielle Erkenntnisinteresse verbindet Bernhard zugleich mit einer Gesamtcharakterisierung des Hohen Liedes anhand der Überschrift Canticum Canticorum, Lied der Lieder. In dieser den hebräischen Titel genau nachbildenden Sprachgestalt findet Bernhard einen tiefen Sinn. Anders als sämtliche anderen biblischen Gesänge ist dieses Lied nicht mit einem konkreten Anlass oder Zweck verbunden. Vielmehr besingt es unmittelbar zweckfrei die Gottesbeziehung. Text 1. Der Dichter Salomo hat unter Gottes Eingebung das Lob Christi und der Kirche, die Gnade heiliger Liebe und die Geheimnisse ewiger Vereinigung besungen. Gleichzeitig hat er auch die Sehnsucht der heiligen Seele zum Ausdruck gebracht und dem Geist frohlockend ein Hochzeitslied in gefälliger, jedoch figurativer Sprache geschaffen. Damit umfasst Bernhard sowohl eine ekklesiologische als auch eine subjektive Deutung dieser Liebesbeziehung. Dass für ihn die zweite Perspektive die Richtung seiner Auslegung bestimmt, zeigt sich in seinem unmittelbar anschließenden Appell an die eigene geistliche Erfahrung der Zuhörer, der in den Ausblick auf eine Erfahrung mündet, die die bisherige religiöse Erfahrung überschreitet und entgrenzt. Das Hohelied legt Bernhard seinen Adressaten als geistliche Frucht aller anderen Lieder in einem ganz wörtlichen Sinn ans Herz. Zitat 2. Ein Lied dieser Art lehrt allein die Salbung und begreift allein die Erfahrung. Die Erfahrenen mögen es prüfen, die Unerfahrenen sollen in Verlangen entbrennen, nicht so sehr nach Erkenntnis als nach Erfahrung. Es ist nicht ein Klang des Mundes, sondern ein Jubel des Herzens, nicht ein Laut der Lippen, sondern eine Regung tiefer Freude, ein Einklang des Willens, nicht der Stimmen. Es wird nicht draußen gehört, denn es ertönt nicht in der Öffentlichkeit. Nur die es singt und für den es gesungen wird, hören es. Nur Bräutigam und Braut. Es ist ein Hochzeitslied und schildert die keuschen und beglückenden Umarmungen der Seelen, die Eintracht der Herzen, die wechselseitige in ihren Affekten übereinstimmende Liebe. Bernhards Auslegung des Hohen Liedes zielt so programmatisch auf das religiöse Subjekt, auf eine affektive Aneignung mit Herz und Willen. Ihren besonderen Rang erhält diese Aneignung dadurch, dass es dabei nicht um irgendeine religiöse Bezugsgröße geht, sondern um das Eintreten in die absolute Liebesbeziehung selbst. Diesen Gedanken treibt Bernhard in seiner zweiten und dritten Predigt voran, in denen er die erste Hälfte von Vers 2 auslegt. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Mit großer Eindringlichkeit interpretiert er das Er dieses Verses als er selbst im Sinne einer unmittelbaren Christuserfahrung, einer Begegnung mit dem Mensch gewordenen Wort Gottes, die sich nicht außerordentlichen religiösen Medien verdankt, Visionen, Träumen oder Engelbotschaften, sondern als intensive Wortwirkung erfahren und ins Bild des Mundkusses gefasst wird. Bernhard legt der Seele als Braut diese Paraphrase des Verses in den Mund. Text 3. Er selbst,
Ja, er selbst küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Sein lebendiges und kraftvolles Wort ist für mich ja ein Kuss. Freilich nicht nur eine Vereinigung der Lippen, die bisweilen den Frieden der Herzen vortäuscht. Nein, es ist ein sich ergießen der Freude, eine Offenbarung der Geheimnisse, eine wunderbare und auf wunderbare Weise unzertrennliche Verschmelzung des Lichtes von oben und des erleuchteten Geistes. Zu Recht nehme ich daher Visionen und Traumbilder nicht an. Ich will nicht Abbilder und Rätsel. Ja, ich verschmähe sogar den Glanz der Engel. Mein Jesus überragt sie doch weit durch seinen Glanz und seine Schönheit. Also begehre ich nicht, dass ein anderer, ob Engel oder Mensch, mich küsst. Er selbst küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Wie kann nun der von Bernhard hier erhobene Tiefensinn zu neuer Erfahrung im frommen Subjekt werden? Die dritte Predigt beginnt mit der Ankündigung, Zitat, heute lesen wir im Buch der Erfahrung, lenkt euren Blick auf euch selbst. Eigentlich, so fährt Bernhard fort, ist das Verstehen des Kusses nur dem zugänglich, der ihn bereits erfahren hat. Erfahrenheit setzt die Sehnsucht nach erneuter Erfahrung frei und ermöglicht sie. Sich selbst und seine Hörer verortet Bernhard freilich erst am Anfang eines solchen Weges. Ihre Seele ist von Sünden beladen, noch immer den Leidenschaften des Fleisches verfallen, hat noch nicht die Süße des Geistes erlebt, so Bernhard. Die Disposition zum Kuss des Mundes führt deshalb im Rahmen eines Aufstiegs in Stufen vom Kuss auf die Füße über den Kuss auf die Hand. Für Bernhard über die Zusage der Sündenvergebung und deren Aneignung in wahrer Bußgesinnung und in Werken der Liebe. Erst wenn die Seele in diesem Prozess gereinigt und in ihrer Zuversicht gestärkt worden ist, kann sie die Erfahrung des Kusses des Mundes anvisieren. Zitat, wenn du diesen Punkt erreicht hast, wird dir, glaube ich, jenes Höchste nicht verweigert werden, der Kuss der höchsten Gunst voll wunderbarer Süße. Das in diesen drei ersten Predigten skizzierte Programm seiner Auslegung stellt sich also so dar. Die im Text wahrgenommene religiöse Erfahrung der Gemeinschaft mit Christus trifft auf die Erfahrungen des Predigers und der Hörer und auf ihre Sehnsucht nach erneuter und gesteigerter Erfahrung. Der Ausleger verweist auf das Hören des Christuswortes im Herzen und auf seine Aneignung mit allen Affekten beziehungsweise auf die geordnete Disposition dazu. Bernhards Auslegung des Hohen Liedes zielt auf diese Weise, könnte man sagen, auf eine Praxistheorie des geistlichen Lebens. Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis, das Ziel der Theologie. Wie kann Bernhards erfahrungsorientierter Zugang zur Theologie den Erkenntnisgegenstand und das Erkenntnisziel bestimmen? Da es nicht um einen Begriff von Gott geht, sondern um eine sprachliche Explikation grundlegender Gotteserfahrung, hat es theologische Erkenntnis für Bernhard immer mit Gott und mit dem religiösen Subjekt in ihrer gegenseitigen Bezogenheit zu tun. Die existenziell notwendige geistliche Erkenntnis besteht daher in Selbst- und Gotteserkenntnis. Den Anlass zu ausführlichen Überlegungen dazu in immerhin 5 Predigten bildet Hohes Lied 1,8. Wenn du dich nicht kennst, du Schöne unter den Frauen, geh hinaus und folge den Herden deiner Gefährten und weide deine Böcklein neben den Zelten der Hirten. Bernhard versteht diesen Satz in seiner allegorischen Auslegung als Drohrede des Bräutigams. Die Braut, der es an Erkenntnis mangelt, wird aus der intimen Zweisamkeit verstoßen, hinaus in die Distanz vom Geliebten, in die Welt, ja auf den Weg des Viehs. Diese Drohung gilt aus Bernhards Sicht insbesondere den Mönchen, also ihm selbst und seinen Hörern, denn die wollen ihrem Selbstverständnis nach ja schon im Himmel des geistlichen Lebens existieren. Umso mehr müssen sie darauf bedacht sein, über eine Erkenntnis zu verfügen, die dieser Existenzweise auch entspricht.
Bernhard rollt die Frage nach der angemessenen Erkenntnis von Defiziten aus auf. Erstens fehlt dem Menschen die notwendige Selbsterkenntnis, nämlich dann, wenn er sich der Einsicht seiner eigenen Nichtigkeit verweigert und somit die Übung der Demut unterlässt, gerade für die Mönche die höchste aller Tugenden. Und indem er dann mangels demütiger Selbsterkenntnis den Gebrauch der Vernunft, der Gabe seiner Gottebenbildlichkeit pervertiert, mangelt es ihm dann zweitens an der notwendigen Gotteserkenntnis. Und mit beidem verfehlt er grundlegend sein Menschsein, verähnlicht sich dem Vieh, ja, bleibt im Bild von Hoheslied 1,8 gesprochen, hinter den Herden zurück. Deutlich ist in diesem doppelten Verfehlen notwendige Erkenntnis, dass es nicht um Wissen an sich geht und nicht um selbstbezogene Gelehrsamkeit. Die Ignoranz, vor der Hoheslied 1,8 in Bernhards Deutung warnt, wird überwunden durch einen Wissenserwerb, der dann eben in angemessener Weise erfolgt. Text 4. Wissen muss man, in welcher Ordnung, aus welchem Antrieb und mit welchem Ziel man alles erkennen soll. In welcher Ordnung? Das nämlich als wichtiger zu erkennen, was für das Heil dringlicher ist. Aus welchem Antrieb? Das eifriger zu erkennen, was die Liebe mehr anregt. Und mit welchem Ziel? Nicht aus eitler Ruhmsucht, Neugier oder etwas Ähnlichem erkennen zu wollen, sondern nur dazu, dich selbst oder den Nächsten aufzubauen. Selbstverhältnis, Gottesverhältnis und Weltverhältnis müssen einander demnach harmonisch zugeordnet werden, um das Erkennen in eine Richtung auszurichten, die angemessen ist. Auch von diesem Gedanken der zweckgerichteten Ordnung des Erkenntnisstrebens gelangt Bernhard wieder, jetzt ins Positive gewendet, zur Selbst- und zur Gotteserkenntnis als den notwendigen, aufeinander bezogenen Dimensionen eines heilsamen Wissens. Es beginnt damit, dass die Seele, wie er schreibt, zuerst sich selbst erkennt, ihr eigenes Elend in der Gottesferne realistisch wahrnimmt und sich diese Erkenntnis affektiv aneignet. Text 5. Wenn sie sich so im hellen Licht der Wahrheit erblickt, wird sie sich im Reich der Unähnlichkeit vorfinden, seufzend in ihrem Elend. Wird sie dann nicht mit dem Propheten zum Herrn rufen, in deiner Wahrheit hast du mich demütig gemacht? Denn wie sollte sie bei dieser aufrichtigen Selbsterkenntnis nicht wahrhaftig demütig werden, wenn sie sieht, wie sie mit Sünden beladen, mit der Last dieses sterblichen Leibes belastet, in irdische Sorgen verwickelt, vom Schmutz fleischlicher Gelüste besudelt, blind, gebeugt, schwach, in viele Irrtümer verstrickt, tausend Gefahren ausgesetzt, in tausend Ängsten zitternd, durch tausend Schwierigkeiten beunruhigt, von tausenderlei Argwohn bedrängt, durch tausend Bedürfnisse betrübt, zum Bösen geneigt und unfähig zur Tugend ist. Ja, sie wird sich den Tränen zukehren, wird sich dem Klagen und Seufzen zukehren, wird sich zum Herrn bekehren und demütig rufen, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Im Klagen und im Seufzen, in der demütigen Selbsterkenntnis, besteht also die notwendige Voraussetzung zu einer echten Gotteserkenntnis, in der die negativen Affekte in positive verwandelt werden, weil das religiöse Subjekt, die Seele Gottes, als des barmherzigen Trösters ansichtig wird. Text 6. Solange ich auf mich schaue, umfängt Bitterkeit meinen Blick. Wenn ich jedoch aufschaue und meine Augen zu der Hilfe erhebe, die aus dem göttlichen Erbarmen kommt, wird der freudige Anblick Gottes sogleich die Bitterkeit beim Anblick meiner selbst mäßigen. Kein kleiner Trost ist nämlich der Blick auf Gott, die Erfahrung seiner Güte und Hilfsbereitschaft, da er wahrhaftig, gnädig und barmherzig ist. Durch eine solche Erfahrung und in einer solchen Ordnung gibt sich Gott auf heilsame Weise zu erkennen, wenn sich der Mensch zuerst in seiner Bedürftigkeit erfährt und dann zum Herrn ruft. Dieser wird ihn erhören und zu ihm sagen, ich werde dich retten und du wirst mich ehren. Eben auf diese Weise wird deine Selbsterkenntnis ein Schritt zur Gotteserkenntnis sein. Und in seinem Bild, das in dir wiederhergestellt wird, wird er selbst zu sehen sein, während du nun mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn voll Zuversicht schaust. Wahre Gotteserkenntnis
bedarf also nach Bernhard schon deshalb unabdingbar der Selbsterkenntnis, weil Gott nur so in seinem Wesen als der erkannt wird, der sich liebevoll dem Menschen zuwendet. Die doppelte Erkenntnis zielt nicht auf einen Begriff vom Menschen und einen Begriff von Gott, sondern auf die doppelte Beziehung Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott. Gott muss als der erkannt werden, der sich wesenhaft auf den Menschen in seiner vorfindlichen Existenz bezieht. Gottes Erkenntnis setzt voraus, dass das religiöse Subjekt Klarheit gewinnt über seine eigene Verfasstheit, in erster Linie Klarheit darüber, dass es auf Gottes Zuwendung angewiesen ist und angewiesen bleibt. Die Ausrichtung der theologischen Reflexion, die Bernhard angestoßen vom Stichwort der Ignoranz aus Hohem Lied 1,8 mit dem Dual von Selbst- und Gotteserkenntnis vollzieht, führt mithin dazu, dass er seinen Hörern eine theologische Gotteslehre vermittelt, die nicht mit abstrakten göttlichen Wesensmerkmalen und Eigenschaften operiert, sondern die Gottes Wesen relational fasst, als liebevolles Bezogensein auf das Wesen des Menschen. Wahre Gotteserkenntnis ist daher eine solche, die weiß, Zitat, wie gut Gott ist, wie gütig und mild, wie groß im Verzeihen. In dieser Weise einer erfahrungsorientierten monastischen Theologie fällt zusammen, was in der Schultheologie auf getrennte Kapitel der Gotteslehre, der Anthropologie und der Soteriologie verteilt wird. Leiden aus Liebe, die Kreuzestheologie. Gott als den erkennen, der in Beziehung tritt und in Beziehung lebt. In einer Beziehung, in der das Selbst sich selbst neu findet und ein Ziel seines Daseins findet, das heißt für Bernhard Christus erkennen. Sein erfahrungstheologischer Zugang ermöglicht ihm ein neues Verständnis der Gestalt Jesu Christi im Schnittpunkt von Selbst- und Gotteserkenntnis. Er wird, wie vorhin in dem Zitat gehört, mein Jesus, kein hoheitlicher Erlöser, dessen Menschwerdung ganz von der göttlichen Natur des allmächtigen Weltenherrschers dominiert ist und auch nicht das Instrument einer abstrakten göttlichen Gerechtigkeit, sondern der Gott, der als Mensch so erkannt wird, wie er erkannt werden will und wie er deshalb wesenhaft ist, als der, der von ganzem Herzen liebt und um dieser Liebe willen das Leiden nicht scheut. So sehr Bernhard selbstverständlich die Christologie des kirchlichen Dogmas teilt, so deutlich verschiebt er die Betrachtung Christi auf diesen nahen menschlichen Jesus, auf den, der in seinem Leben und Leiden als göttliche Liebe fassbar und erfahrbar wird. Eine Gestalt mit Affekten, die auf die Affekte des religiösen Subjekts einwirken und das Erkennende selbst und den sich zu erkennen gebenden Gott in unüberbietbarer Weise miteinander verbinden. Diese Konzentration auf die Liebespräsenz Gottes in Christus wird Bernhard durch den besonderen literarischen Charakter des Hohen Liedes als erotische Dichtung geradezu in den Mund gelegt. Und die allegorische Methode versetzt ihn dann in die Lage, die Konkretionen des Lebens und Leidens Jesu in diesen Horizont einzuzeichnen, auch da, wo die Textoberfläche des Wortsinnes es nicht vermuten lässt. So zum Beispiel in Hohes Lied 1,13, wo es heißt, ein Myrrenbüschel ist mir mein Geliebter, das an meiner Brust ruht. Dass die Braut, die gottsuchende Seele, hier ihren Bräutigam mithin Christus anredet, versteht sich für Bernhard von selbst. Die Myrre repräsentiert für seine allegorische Lesart das Bittere. Sie steht, wie er schreibt, für das Harte und Raue der Bedrängnisse. In ihrer Liebe zu Christus übernimmt demnach die fromme Seele dessen Leiden und Sterben, drückt es gewissermaßen an ihr Herz, macht es sich zu eigen. Bernhard betont in dem zitierten Vers das Mir. Und deshalb sagt er nicht bloß, ein Myrrenbüschel
Entschuldigung, ich fange nochmal an. Jetzt Zitat, die Braut sagt nicht bloß, so schreibt Bernhard, ein Myrrenbüschel ist mein Geliebter, sondern mir, die ich liebe, ist er ein Myrrenbüschel. In diesem für mich, in diesem mir, erfährt die Seele die Überwindung des Widrigen durch die Liebe. Zitat, keine leichte Sache ist die Härte des Leidens und die Bitterkeit des Todes, doch ist sie leicht für den, der liebt. Das Leben Jesu als Ganzes vergegenwärtigt Bernhard sich und seinen Hörern als Myrrenbüschel in Mühe, Entfremdung und Leiden, in dem Bewusstsein, dass diese Erfahrung eines besonderen Menschenlebens wiederum auf die Erfahrung des gegenwärtigen Menschen zielt, der dieses Leben betrachtet und auf sich selbst bezieht. Zitat 7. Auch ich, Brüder, habe mich von Anfang meines Klosterlebens an bemüht, dieses Myrrenbüschel aufzulesen und in der Mitte meiner Brust aufzulegen. Ich sammelte es aus allen Ängsten und Bitternissen meines Herrn, angefangen von den Nöten der Kinderjahre, dann den Mühen, die er beim Predigen ertrug, der Müdigkeit beim Wandern, den Nachtwachen beim Gebet, den Versuchungen beim Fasten, den Tränen des Mitleids, den Hinterhältigkeiten bei den Gesprächen und schließlich den Gefahren durch falsche Brüder, den Schmähungen, der Bespeiung, den Schlägen, den Verhöhnungen, den Vorwürfen, den Nägeln und Ähnlichem. Dabei glaubte ich, unter so vielen Zweigen duftender Myrrhe auch jene Myrrhe nicht übersehen zu dürfen, die er am Kreuz zu trinken bekam, noch jene, mit der er beim Begräbnis gesalbt wurde. Bei der ersten von ihnen nahm er die Bitterkeit meiner Sünden auf sich, bei der zweiten wies er auf die künftige Unsterblichkeit meines Leibes hin. Der klösterliche Erfahrungshorizont mit seinen täglichen Mühen ist hier überdeutlich. In ihm erfährt der Bernhard und lehrt er seine Hörer erfahren, das Ineinander von Christuserfahrung und Selbsterfahrung. Und das ist für Bernhard mehr als frommes Gefühl und religiöses Erlebnis, das ist es natürlich auch, sondern es ist die Wahrheit über Gott und Mensch, es ist Theologie. Text 8. Das zu bedenken, habe ich als Weisheit bezeichnet. Darin habe ich für mich die Vollkommenheit in der Gerechtigkeit festgesetzt. Darin die Fülle des Wissens, darin die Schätze des Heils, darin die Fülle der Verdienste. Daraus entspringt für mich bisweilen der Trank heilsamer Bitterkeit, aber auch wieder der Trost, die Salbung süßen Trostes. Das richtet mich in Widerwärtigkeiten auf, das hält mich im Glück zurück und gewährt mir, wenn ich zwischen Freude und dem Leid des gegenwärtigen Lebens einherschreite, auf beiden Seiten sicheres Geleit, da es da wie dort die drohenden Übel vertreibt. Das versöhnt mich mit dem Richter der Welt, indem es mir den in seiner Macht Schrecklichen zugleich als gütig und demütig zeigt, indem es ihn nicht nur als leicht versöhnbar, sondern auch als nachahmbar vor Augen stellt. Dies führe ich deshalb häufig im Mund, wie ihr wisst, dies habe ich immer im Herzen, wie Gott weiß, dies ist meinem Griffel offenkundig höchst vertraut, dies ist meine ganz erhabene innere Philosophie, Jesus zu kennen, und zwar als Gekreuzigten. Ihr Zentrum findet Bernhards Erfahrungstheologie, seine innere Philosophie, in der Kreuzestheologie. 1. Korinther 2,2 gehört tatsächlich zu seinen Lieblingszitaten. Vom Kreuz aus dominieren im Gottesbild für ihn freundliche, zugewandte, liebevolle Züge. Und der Blick auf das Kreuz überlagert die erschreckende Vorstellung des göttlichen Weltenrichters und seiner unbegrenzten Macht als Bild unendlicher Liebe. Bernhards Kreuzestheologie erfährt eine erhebliche Intensivierung, wo sie sich auf die Betrachtung der Wunden Christi konzentriert. Das geschieht in seiner Auslegung von Hoheslied 2,14. Meine Taube, in Felsenhöhlen, in Mauernischen, zeige mir dein Gesicht, möge deine Stimme in meine Ohren tönen. Bernhard lässt sich an dieser Stelle sogar dazu hinreißen, die, Zitat, Freuden der Liebe an einem verborgenen Ort zu imaginieren, eben in Felsenhöhlen und Mauernischen. Nicht ohne seine Zuhörer dann sofort zu ermahnen, ihre Fantasie nicht auf schändliche Liebesabenteuer zu richten,
Zitat, wenn ihr an die Liebenden denkt, so dürft ihr sie euch nicht als Mann und Frau, sondern als das Wort und die Seele vorstellen. Bernhard schließt sich einer ihm bereits vorliegenden Deutung der Felsenhöhlen und Mauernischen auf die Wundmale Christi an. Und von dieser Allegorese aus stößt er vor zu einer in seiner Zeit dann doch neuartigen existenziellen Aneignung des Kreuzesgeschehens, das dem religiösen Subjekt eben nicht abständig bleibt, sondern ihm zugesprochen und zugeeignet wird. Und das so den sich selbst erkennenden Menschen in einem tröstlichen Heilsbewusstsein zur Ruhe bringt. Das ereignet sich in einer Meditation von Einzelzügen des Leidens Jesu, einschließlich der Werkzeuge dieses Leidens. Text 9. Ich aber eigne mir voll Zuversicht, was mir von mir aus fehlt, aus dem Herzen des Herrn an, weil es von Erbarmen überfließt und die Spalten nicht fehlen, durch die es ausfließt. Sie haben seine Hände und Füße durchbohrt und die Seite mit der Lanze durchstochen. Durch diese Ritzen darf ich Honig aus dem Felsen und Öl aus dem härtesten Gestein saugen. Das heißt, kosten und sehen, wie süß der Herr ist. Er dachte Gedanken des Friedens und ich wusste es nicht, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Doch ein Schlüssel, der öffnet, wurde für mich der Nagel zum Eindringen, so dass ich den Willen des Herrn sah. Was sehe ich nämlich durch die Öffnung? Es ruft der Nagel, es ruft die Wunde, dass Gott wahrhaft in Christus die Welt mit sich versöhnt. Die Wunden Christi werden in dieser vom Hohenlied inspirierten Deutung der Passion also zu Öffnungen und damit zu Orten inniger und intimer Gemeinschaft mit dem göttlichen Liebesverlangen. Diese Öffnungen deutet Bernhard über das Bild von Höhle und Nische dann noch hinausgehend als offene Türen. Offene Türen, die unmittelbar zum Herzen Jesu Christi führen und das heißt mitten hinein in das göttliche Lieben selbst. Text 10. Offen liegt das Verborgene des Herzens durch die Öffnung des Leibes. Offen liegt jenes große Geheimnis des Glaubens. Offen liegt die barmherzige Liebe unseres Gottes, in der er uns besucht hat, als das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Steht das Herz denn nicht durch die Wunden offen? Wodurch sonst, wenn nicht durch deine Wunden, wäre es deutlich geworden, dass du, Herr, gütig und mild bist und reich an Erbarmen? Ein größeres Erbarmen hat nämlich keiner, als wer sein Leben hingibt für die Verurteilten und verdammt. So wird die Gotteserfahrung am Kreuz in der von Bernhard aufgezeigten Einheit von Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis zur Spitzenerfahrung des mitleidenden Gottes, des, wie er sagen kann, des Rückens seiner Gnade. Denn erst in der Vollendung, am Ende der Zeit, ist das zu überbieten durch die Erkenntnis der göttlichen Herrlichkeit im Antlitz seiner Würde. Bis dahin bleibt die Seele als Braut Christi gewiesen an die Felsenhöhlen, an die Wunden Christi, in denen sie sich mit ganzer Hingabe birgt, so schreibt es Bernhard, und in ständiger Betrachtung verweilt. Die Betrachtung der Wunden schließt das Herz Jesu auf und vermittelt eine nicht weiter steigerbare Lebensstärkung im eigenen Leiden bis hin zum Martyrium. Diese Stärkung im Leiden, das betont Bernhard, ist nun nicht etwa das Ergebnis einer Abtötung des Gefühls, einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden, sondern im Gegenteil Ergebnis der Steigerung des Gefühls im Empfinden der göttlichen Liebe. Auch im Blick auf das Kreuzesgeschehen und seine Aneignung geht es wieder um mehr als individuelles Erleben, es geht um theologisches Erkennen. Freilich nicht in spekulativer, sondern in existenzieller Weise. Bernhards Erfahrungstheologie ist es nicht, wie er sagt, um die Erforschung der göttlichen Majestät zu tun, die lieber angebetet als erforscht werden sollte. Demgegenüber werden die Wunden Christi, gerade für die Menschen, die sich im Angesicht Gottes ihrer eigenen Schwachheit bewusst werden, also für die Demütigen, als die idealen Adressaten einer monastischen Theologie und als die idealen Predigthörer Bernhards,
für die Demütigen werden diese Wunden zum Königsweg der Gotteserkenntnis und der spirituellen Weiterentwicklung. Text 11. Was ist nämlich so wirksam, die Wunden des Gewissens zu heilen und die Schärfe des Geistes zu reinigen, wie die anhaltende Meditation der Wunden Christi? Vom Text des Hohen Liedes lässt Bernhard sich anregen zu einem Verständnis des gekreuzigten Christus als Einladung in die in seinen Wunden weit geöffnete Herzensgemeinschaft der göttlichen Liebe. Es ist offensichtlich, dass damit die theologische Deutung des Kreuzesleidens einen ganz anderen Akzent setzt als ein gutes halbes Jahrhundert zuvor Anselm von Canterbury mit seiner berühmten Satisfaktionstheorie. Bei Bernhard ist Christus am Kreuz nicht das notwendige Opfer einer abstrakten göttlichen Gerechtigkeit, sondern Akteur überfließender, einladender, sich mitteilender göttlicher Liebe. Mit dieser theologischen Deutung inspiriert Bernhard das Christusbild der folgenden Jahrhunderte, ablesbar an den gotischen Kreuzigungsdarstellungen, die das Leiden affektiv vergegenwärtigen, aber auch in Dichtungen im Angesicht des Kreuzes bis weit in die Neuzeit hinein. So dichtet 1642 der Lutheraner Heinrich Albert im Geiste Bernhards in seinem Morgenlied Gottes Himmels und der Erde, EG 445, Vers 3, O Herr Jesu, lass mich finden, deine Wunden offen stehen, da alleine Hilfe und Rat ist für meine Missetat. Eine kurze Schlussbemerkung. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, wie in Bernhards Auslegung das Hohe Lied zu einem Grundtext für eine besondere Art von Theologie wird. Eine Erfahrungstheologie, die Affekte wahrnimmt und in Anspruch nimmt, die Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis ineinander verschränkt und auf diesem Wege zu Lehrvorstellungen über Gott als wesenhaft wirkende und begegnende Liebe gelangt. Im wörtlichen Verständnis seiner Aussagen und Bilder ist das Hohelied in dieser Theologie gewiss nicht wiederzuerkennen. Das liegt sowohl an der allegorischen Methode als auch an dem an sich ja theologisch spröden Ausgangstext. Die Gesamtanlage von Bernhards Erfahrungstheologie ist aber dann doch seinem Bezugstext in gewisser Weise höchst gemäß. Gibt ihm doch das Hohelied den hohen Ton der Liebe vor, einer Liebeserfahrung in Verlangen, Sehnsucht, Sinnlichkeit und auch in Liebesschmerz. Darin liegt meines Erachtens bei aller modernen Unmöglichkeit einer allegorischen Auslegungsmethode das Recht dieses theologischen Zugangs zu diesem biblischen Text. Und das lässt sich dann vielleicht tatsächlich von Bernhard lernen. Im Kanon Heiliger Schriften Israels und der Christenheit hat das Hohelied seinen Platz als poetische Einladung dazu, Gott und Mensch in Analogie zu zwei einander liebenden Menschen zu verstehen. Und insofern würde der Bibel ohne dieses erotische Lied Wesentliches für die Selbsterkenntnis und die Gotteserkenntnis fehlen. Herzlichen Dank.